Die betont ihre weibliche Seite. Ja, ich glaube, wir wollen bestellen. Für Sie wie immer, gnädige Frau? Wie immer. Auf das wie immer bin ich gespannt. Für den Herrn dasselbe. Sie fühlen sich nicht wohl hier. Sie legen also keinen Wert auf gutes Essen. Kommt drauf an, mit wem. Kochen Sie wenigstens selbst. In meiner Küche wird gelegentlich die Pfanne geschwungen. Zum Niederknien. Apropos gutes Essen. Nils hat in seiner Wohnung eine Menge bunter Tabletten gehortet. Sie sind Buchhändler, brechen in fremde Wohnungen ein und Sie sammeln. Sagen Sie, was sammeln Sie eigentlich? Fakten, Beweise? Sie sind mir ein bisschen unheimlich. Ich habe mich bloß umgeschaut. Ah ja? Man hätte glauben können, dass Nils an einer Überdosis seiner bunten Pillen gestorben ist. Man hätte glauben können. Nils wurde umgebracht. Sie sind kein Buchhändler. Ich glaube Ihnen kein Wort. Doch, ich bin Buchhändler. Ich bin aber auch Privatdetektiv. Oh. Nils hat mich um Hilfe gebeten, ich habe ihn nicht ernst genommen. Jetzt kümmere ich mich um die Sache, das ist das letzte Mal. Sie haben mich nicht in Ihre Küche eingeladen und die Bratpfanne geschwungen. Das stellt hier nur eine Notlösung dar. Georg, ich muss kurz stören. Hallo, guten Abend. Darf ich vorstellen, Alex Holtkamp, das ist Miriam Zubert. Mehr weiß ich nicht von dieser geheimnisvollen Frau. Noch nicht. Und was Alex angeht, mehr müssen Sie von ihr nicht wissen. Na, schönen Dank. Hier, ich muss dann. Tschüss. Meinen Sie, es gibt hier auch so was Bodenständiges wie Currywurst? Vielen Dank. Ich finde, wir sollten uns duzen. Miriam. Georg. Georg. Georg, heute suchst du mal für uns aus. Currywurst hat ein Privatdetektiv und Antiquar also am liebsten. Nein. Am liebsten hat er Antworten auf offene Fragen. Kennst du diesen Mann? Nein. Das ist gelogen. Ist das ein Verhör oder was? Frank Albers. Du hast ihn angezeigt vor einigen Jahren. Nötigung, Körperverletzung. Schwere Körperverletzung, um genauer zu sein. Was soll das heißen? Was das heißen soll? Was das heißt, sieht dann so aus. Du willst also meine Vergangenheit. Was heißt das? Das ist eine Art Liebesbeweis, Interesse an mir? Georg, das ist krank. Das Verfahren wurde eingestellt. Du hast die Anzeige zurückgezogen. Warum? Ich diskutiere das nicht. Das musst du auch nicht. Mich interessiert nicht, ob das ein Beziehungsproblem war. Ich kenne den Mann nicht und ich habe ihn noch nie gekannt. Frank Albers ist der Mann, vor dem Nils Angst hatte. Todesangst. Und Nils ist in deinen Armen gestorben. Das kann doch kein Zufall sein. Sehr wohl, oder? Wo siehst du deinen Zusammenhang? Was hast du bei Nils gemacht? Du warst doch nicht zufällig da. Solche Zufälle gibt's nicht. Ich kenne ihn nicht. So wie du Frank Albers nicht kennst. Verstehe. Musik? Du bist also die Tochter von Michael Castell, genau. Und du glaubst, das hilft dir hier, was? Und los? Deine Tochter war gestern beim Vortanzen. Sie ist nicht unbegabt. Das weiß ich. Aber ihr Wille ist deutlich größer als ihre Möglichkeiten. Das hat sie von dir geerbt. Dann hast du sie nach Hause gefahren. Du Liebe, du. Was ist das denn jetzt? Damit du das, was wir tun, nicht für Liebe hältst. Fahr mich nach Hause. Er wollte dich. Und er hat dich bekommen. Oder habt ihr sie gemeinsam? Nein. Dachte ich mir.
Hat Tom dir sein kleines Geheimnis anvertraut? Er war im Gefängnis. Stimmt, schlimme Kindheit. Wir haben eine Affäre. Ja, er schläft mit mir. Ich bezahle noch manchmal dafür. Du verstehst, dass ich das nicht an die große Glocke hängen wollte, aber... Ja? Oskar hat alles gewusst. Er hat ja immer hinterher spioniert und Tom hat das gar nicht gefallen. Und jetzt ist Oskar tot. Wir machen es in seinem schäbigen Auto. Ja? Und Delia? Liebling, ich bin nicht bei der Polizei. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass sie bestimmt einiges bei Tom finden werden. Ich muss jetzt nach Hause. Schlaf dich aus. Du musst morgen fit sein für die Generalprobe. Du schaffst das. Sie lieben Tom, richtig? Und er hat sie meinetwegen verlassen. Jetzt machst du dir Sorgen. Ja, sie war es nicht. Natürlich war sie es. Du kennst die Frauen schlecht. Anna hat Angst zu verlieren. Sie ist jung, ist völlig normal in ihrem Alter. Nein, sie war es nicht. Wen interessiert das? Glaubst du, ich weiß nicht, warum Oskar von der Galerie gefallen ist? Hast du das in seiner Kammer gesucht? Nimm ruhig, ich hab noch mehr davon. Du hast die Sachen aus der Kammer geholt? Ich weiß, wer du bist, was du willst, woher du kommst, mein schöner Gossenjunge. Du bist sehr lieb zu mir und keiner wird was erfahren. Du musst keine Angst haben, die Polizei wird nichts finden, ist alles bei mir. Warum bist du so böse? Ich bin nicht böse. Ich bin nur älter als du. Und nicht immer diese jüdische Negermusik! Ja, sonst werden Sie alle drei standrechtlich erstoßen! Prost! Jawohl! Frau Doriergraf. Blut. Und wieder Blut. Meine Kinder tot. Alle tot. Mein Gatte tot. Wie soll ich da nicht an Rache denken? Blut, sage ich. Blut schreit nach Blut. Göttlich, Harry, genial. Reinhard will ihr Erstlingswerk nächstes Frühjahr auf die Bühne bringen. Sie sehen, meine Produktion kann helfen. Wissen Sie, wenn er als Großfürstin besetzen will? Sie, denke ich. Die Timmich, diese Plumpskuh. Dankeschön. Sie war nicht da. Sie Scheuser? Weiß aber von Gross, dass ich mit Ausnahme Ihrer Person nichts versäumt habe und Wedekind mit diesem Marquis von Keitsch schon wieder ein Stück für den literarischen Friedhof geliefert hat. Das haben Sie wirklich gesagt, lieber Gross? Mit keiner Silbe. Aber ich hätte es nicht besser sagen können. Ihr Mann hat's richtig gemacht. Ich hätte nicht hingehen sollen. Kommt er noch nach? Er ist in Paris. Aus beruflichen Gründen. Das verpflichtet Herr Götz. Ja, jetzt heißt's, Frau Durieux an seiner Stadt zu bewundern, mein Lieber. Da kann ich mich ja richtig glücklich schätzen, von nichts eine Ahnung zu haben und das Stück und die Regie und die Künstlerin uneingeschränkt bewundern zu dürfen. Wie schön Sie leben, mein Freund. Ralf Kessler, darf ich anfangen? Auf dem Reichstagsdach stehen Maschinengewehre. Man befürchtet einen Angriff der Spartakus-Leute. Wissen Sie etwas davon? Nein, aber es freut mich zu hören, Graf. Es wird Sie zwar nicht beruhigen, aber es ist genau umgekehrt. Wir werden einen Angriff der Gegenrevolution befürchten müssen. Ein Glas zur Beruhigung? Jetzt mal ernsthaft, Kassierer. Alles, was recht ist, aber ein Sieg des Roten Terrors kann nicht Ihr Wunsch sein. Es wird uns niemand mehr aufhalten können. Wie Karl Liebknecht ist auch meine Frau sehr romantisch. Aber bevor Sie endlich eine Ihrer zarten Hände küssen, fragen Sie sie, ob Sie töten können. Könnten Sie?